Künstlerische Objekte bedeuten für mich dreidimensionale Kunstwerke, die eine gewisse Aussage oder gewisse Gedanken in sich tragen. Es beinhaltet Skulptur und Plastik gleichermaßen wie eine Installation oder ähnliches. Ich bin Markus Herold. Ich bin in Bautzen geboren, komme aus der Oberlausitz, wohne jetzt seit 8 Jahren in Dresden in der Verzahnungsfabrik und studiere jetzt im 5. Jahr Bildhauerei an der Kunsthochschule in Dresden. Ich bin gelernter Steinmetz und es ist nach wie vor für mich ein interessantes Material. Allerdings in dem Studium habe ich mich davon weitestgehend abgewendet und habe mich in allen möglichen Materialien versucht. Also derzeit beschäftige ich mich mit meinem Diplom. Ich bin am Ende des Studiums und das wird so aussehen, dass ich ein Kirchenfenster baue aus Feuerzeugen, aus bunten Plastikfeuerzeugen, die transparent sind und es erinnert an ein gotisches Fenster. Das ist für mich sehr wichtig, weil der Ausstellungsort wird die Brühsche Terrasse sein und das wird ca. 5 Meter groß werden. Und in dem Fenster spiegelt sich sehr stark die Materialeigenschaft des Plastiks wieder, eben durch die Vielfältigkeit in den Farben und in den Formen der Feuerzeuge. Und das sind Dinge, die mich stets beschäftigen an modernen Materialien, diese Wandlungsfähigkeit. Hauptsächlich der Markus und ich haben wir die Hosen an, sozusagen. Also wir bauen das Haus halt aus, Stück für Stück, wird jedes Jahr ein bisschen mehr. Jeder von uns hat halt zu tun. Ich bin Steinmetz und arbeite halt natürlich auch in meinem Beruf. Habe hier eine kleine Schmiede, was mein Hobby ist. Unser Ziel besteht halt darin, das halt zu verknüpfen, soweit das halt möglich ist. Die Hauptsache ist erstmal, dass wir für die Einzelnen hier halt Räume bieten, wo sie sich selber ausprobieren können oder selber ihre Arbeit umsetzen können. Und um dann vielleicht, wenn das die Zeit und andere Dinge mit sich bringt, dann Sachen gemeinsam gestalten kann, umsetzen kann. Wir wollen kein Verein in dem Sinne, sondern wir wollen da ein sehr, ja, relativ freies Ding schaffen, die Verzahnungsfabrik halt. Ich habe immer ein Skizzenbuch bei mir und wenn ich eine Idee habe oder ein Gedanke oder ein Geistesblitz, dann halte ich das fest. Es ist keine qualitativen Skizzen, es geht nur darum, das festzuhalten. Später greife ich das häufig auf und verarbeite das dann. Oder es sind Zeichnungen, die als Konstruktion dienen, wenn ich direkt an einer Arbeit beschäftigt bin. Der Fisch ist eine Arbeit aus Keramik. Es ist die Idee eines Fisches in Kombination mit verschiedenen Bildern der Erinnerung. Dieses Innenleben mit den Räten, die da abstrahiert und schematisch sich dort in dem Inneren des Fisches befinden. Und dann die Eigenschaft des Fisches, dass er ein Wasserlebewesen ist. Und darum dieses Aufgepumpte, was dieser Ring, dieser Fisch für mich dann dort irgendwie darstellt. Diese Sauerstoffarbeit. Mehr oder weniger als Requisite für ein Theaterstück. Das wurde in Jena aufgeführt, das heißt Sauerstoff. Und ich habe mir da anhand des Theaterstücks, des Inhalts und so Gedanken gemacht, was Sauerstoff, was das sein kann oder was kann man sich darunter vorstellen. Da habe ich mir eben ein Gerät vorgestellt, was das erschafft, was uns eigentlich hier so selbstverständlich ist. Die Benutzung eben sehr ungewöhnlich ist. Und zwar zu dem Zweck, dass dort in diese Glasschalen, die ich da eingearbeitet habe, um einfach den Betrachter in der Betrachtungsweise zu schulen. Also um diesen für mich sehr wichtigen Blick auf kleine Sachen dort zu lenken und gewisse Formen oder Zusammenhänge im Detail herausziehen zu können. Dann gibt es noch diesen Klotz mit der Linse, wo man das noch näher heranholen kann, um irgendwo vielleicht auch Parallelen zu entdecken und dem, was die Natur eigentlich vorgibt, wo absolute Großartigkeit immer dahinter steht. Der Stein hat mir einen extremen Widerstand geboten, quasi die Rohform übrig geblieben oder es kam nur bis zu der Rohform. Dieser runde Hexenkessel, der steckt dort immer noch drin. Man hat das einen Charakter wie ein Tresor oder sowas, wie was in dem Stein eingeschlossen ist und scheint, dass das ein Spiel aus Zukunft und Vergangenheit. Die Blume
Sie ist aus Granit, ist in einer liegenden Position abgebildet, sind organische Formen, die sich in gewissen Rhythmen dort abwechseln oder immer wiederkehren. Es ist eine Regelmäßigkeit oder eine scheinbare Symmetrie, wie die Natur oft hervorbringt, so versucht von mir. Und es erinnert an Blütenkelche oder ähnliches, an irgendwelche pflanzlichen Bestandteile. Da kam die Idee auf diesen Turm zu bauen, da ist oben ein Spiegel eingearbeitet, um das Sonnenlicht konzentriert wie ein Spot in diesen Steinbruch zu lenken, um eben genau auf kleine Sachen dort aufmerksam zu machen, die eigentlich viel zu schnell übersehen werden, gerade in so einem Steinbruchgelände, wo alles irgendwie dem kommerziellen Nutzen unterliegt. In meiner Zukunft, da habe ich große Sachen vor und das wird so werden, die Verzahnungsfabrik wird weiter für mich eine große Rolle spielen. Es ist einfach wichtig, als Künstler im städtischen Raum irgendwo angesiedelt zu sein. Und es wird allerdings so werden, dass ich ein neues, großes Atelier in der Lausitz bei Bautzen werde ich beziehen. Und meine weiteren Qualifizierungen, sage ich mal, mit dem Studium, werden mir das ermöglichen, dort eine sehr gute Werkstatt auszubauen, ähnlich wie in der Verzahnungsfabrik.